Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Lebenprojekt Binding of Isaac. Tja, dieses Spiel, das hat es mir in letzter Zeit ganz schön angetan und deswegen habe ich mir vorgenommen, das jetzt auch mal aufzunehmen. Ich werde gleich mal starten und euch dann gleich mal sagen, wie ich das machen werde. Man sieht, hier haben wir 5 Charaktere. Ich möchte mit jedem Charakter das Spiel mindestens einmal durchspielen. So für den Anfang. Und dieses Spiel hat auch einen Permadeath, das heißt, wenn man einmal gestorben hat, wenn man einmal gestorben ist, muss man komplett von vorne anfangen. Das werde ich entweder so lange spielen, bis mein Charakter gestorben ist und dann den Part beenden, oder bis 30 Minuten vergangen sind und dann einen zweiten Part machen. So, dann wollen wir mal anfangen. Wir fangen jetzt mit Isaac an, dem Hauptcharakter des Spiels. So, hier bekommen wir zu sehen, wir können uns mit den Tasten A, S, D, W bewegen, wie im Ego-Shooter, wie man es bekannt ist. Unsere Attacken machen wir mit den Pfeiltasten. Das sind, wie man sieht, unsere Tränen. Nur ein Wort, dieses Spiel ist doch ein bisschen heftig. Ziemlich krasses Gegnerdesign, es gibt eine Menge Blut und naja, ihr habt die Story gesehen. Es ist also nichts für jüngere Leute, man sollte schon 16 sein, bevor man sich das reinzieht. Wir können auch Bomben benutzen, werde ich das aber nicht demonstrieren, wir haben hier nur eine. Und wenn wir ein Item bekommen haben, das wir aktivieren können, machen wir das mit der Leertaste. Hoffen wir, dass wir das noch zu sehen bekommen. Gehen wir gleich mal in den ersten Raum. Das sind Attack Flies. Die sind erstmal nicht so gefährlich. Es sei denn, sie tauchen in großen Nummern auf. Aber gleich mal eine Trollbombe drin. Die haben jedenfalls eine ziemlich komische Hitbox, wie ich immer finde. Die Herzen brauche ich nicht, ich habe hier volle Gesundheit. Diese netten Gestalten heißen Maligen. Und ja, die haben Bomben im Kopf. Und sie sollen einem leid tun. Ab in den nächsten Raum. Bis jetzt haben wir noch nichts Besonderes gefunden. Noch ein paar Worte. Das ist hier natürlich komplett zufallsbasiert, das Spiel. Das macht doch die Faszination aus. Gibt zwar immer ein paar ähnliche Sachen, zum Beispiel einen Shop, einen Itemraum, einen Boss, den wir hier gleich betreten könnten. Aber ein Magnet, das ist ein gutes Item. Jetzt kriege ich nämlich Items, die kommen zu mir. Aber jedes Spiel ist anders, weil man kann immer andere Sachen bekommen. Jeder Band ist auch immer hier wirklich spaßig. So, dann wollen wir mal gucken, welchen Boss wir vorgesetzt bekommen.
Harry Junior, das ist einer der häufigsten Bosse, den man zu sehen bekommt. Das sind diese beiden Würmer. Manchmal ist es auch ein Einzelner, aber anfangs sind es immer zwei. Völlig konfus durch den Raum gehen und jede Menge Kackhäufchen entstehen lassen. Ja, das Spiel ist voller Fäkalien. Sollte man nichts dagegen haben. Zum Glück ist es die normale Version, es gibt auch sogenannte Champion-Version, aber naja, da komme ich noch drauf zu sprechen. Bin mal gespannt, wie weit ich es schaffe. Natürlich schon ein bisschen geübt, wenn man das komplett blind anfängt, das könnte ein bisschen hart sein. Ja, der hätte mich fast getroffen. Ich hasse die Viecher, die sind wie Voldorm. Die machen, was sie wollen. Oh, hier ist eine Münze, die droppt. Na komm schon. Wenn schon so viel Zeit bei euch schweigen. Jetzt krieg ich dich. Ich hab gesagt, ich krieg dich. Und schon habe ich mich treffen lassen. Das ist nicht gut. Guck mal. Gut, der erste erledigt. Weitere Treffer sollte ich vermeiden. Gleich habe ich dich. Das ist besser, sobald du noch einer ist. Ich fange gut an. Aber wenigstens kriege ich meine Herzen zurück. Und wir bekommen Lunch, also Mittagessen, und haben mehr HP. Ja, und zwischen jedem gibt es so ein kleines Interlude. Geht insgesamt 8 Ebenen hinunter auf meiner jetzigen Stufe. Man kann wohl noch, ich sag doch, die blöde Hitbox von denen. Der hat Selbstmord begangen. Ja, die können Selbstmord begehen. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, es geht insgesamt 8 Ebenen runter. Man kann auch noch eine 9. freischalten, aber das habe ich noch nicht geschafft auf meinem jetzigen Stand. Die hier, die netten Viecher, heißen Horf und ich kann sie nicht ausstehen. Ich spiele gerade viel zu schlecht. Muss mich erst warm spielen. Jetzt habe ich mich auch noch von dem treffen lassen. Das hier ist so eine Champion-Version. Macht mir Schaden. Und hält auch mehr aus. Die sehen so grausig aus. Aber jetzt glaubst du nicht. Es geht noch grausiger. Wir haben gerade mal den Anfang gesehen. Und es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich ein bisschen besser spiele. Tja, kriege ich das mit meiner einen Bombe hin, an die Truhe zu kommen? Allerdings sollte ich erstmal versuchen, die hier freizumachen, denn ich habe nur einen Schlüssel. Genau, das habe ich gehofft, dass es ein Herz gibt. Denn die Itemräume, in denen ich vorhin war, die sind ab Basement 2 immer verschlossen. Die Viecher hier heißen Gascher. Das sind kopflose Zombies, wie man sieht. Ey, das ist aber selten, dass die einen treffen. Und ihre einzige Attacke ist natürlich ihre Blutfontäne. Ich brauche keine Münzen, ich brauche Herzen oder Bomben. Auch sieht ja fast genauso aus wie der Raum eben. Die sind nun mal sehr harmlos, aber in der Menge kann es schon schwer sein, ihren Blutfontänen auszuweichen. Vorsichtig. Wir sollten nicht so viele Treffer erlauben. Na toll, jetzt kriege ich auch nur noch eine Trollbombe. Ach, die kommt ja zu mir, weil ich den Magneten habe. Da ist das jetzt nicht ganz so praktisch. Ah, hier haben wir die Zombies. Die Gapers. Genau, die werden oft so den Gaschern, wie man sieht. Ganz vorsichtig. Wieso sind die eben gestorben? Ich habe nicht ihn gesehen. Tja, nicht habe ich ihn getroffen, wenn ich die anderen beobachtet habe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist eine Champion-Version. Das sind die Smiling Gapers. Die sind ein bisschen harmloser als die Froning, die wir eben hatten. Das sollten auch nicht unterschätzt werden. Zweimal Champion-Version. Genau, die Champion-Version, das sind Gegner einer anderen Farbe. Die gibt es von allen Gegnern. Die Farbe ist eigentlich ziemlich zufällig. Die können schwarz sein oder rot. Jetzt habe ich seine Bombe für mich genutzt. Na komm. Die können manchmal so schwer zu treffen sein. Jetzt kriegen wir dich aber.
haben wir eine Tarotkarte. Judgment, die Laube, die erschafft einen Bettler, genau. Den können wir jetzt mit Geld bestechen. Dann gibt er uns Items. Komm, gib mir was. Doch, ist der gierig. Genau, jetzt haben wir ein Herz bekommen. Ich gebe ihm auch noch ein anderes Geld. So, da haben wir ein sogenanntes Seelenherz. Das ist so eine Art Einmalherz. Das kann man nicht auffüllen, aber es schützt uns vor Schaden. Die letzte Münze hebe ich mir auf. Mom's Lipstick. Damit haben wir jetzt mehr Range. Das heißt, wir könnten gucken rechts. Nein, wenn man einmal komplett durch den Raum schießen kann, hat man genug Range. Die Fackeln hier, die schieße ich aus, falls da natürlich Items drin sein können. Da war da nichts. Und da unten, da haben wir die Arena. Da gibt es ein paar Items, aber dafür muss man dann kämpfen. Eine Pille. Die finden wir später heraus, was die macht. Jetzt müssen wir uns erstmal hier herauskämpfen. Es gibt nämlich drei Runden. Heute ist es eine Fliegenrunde, was? Die haben wir noch nicht gesehen gehabt. Wie heißen die? Floater? Kann sein. Ich nenne sie gerne mal die Blutfliegen, weil sie halt Blut schießen. Je weiter man von denen weg ist, desto besser. Ah, verdammt. Direkt in mir gespawnt. Damit ist das Seelen jetzt schon wieder Geschichte. Die versuchen gerne einen einzukesseln. Beobachtet sie mal, wenn sie in einem Raum sind, wo viele Hindernisse sind. So, ich habe eine Belohnung bekommen, weil ich mit wenig Schaden hier raus bin. In den Schub zu gehen macht keinen Sinn. So, die Pillen, die können gute Effekte haben und schlechte. Gucken wir, was macht diese? Range Down, super. Wo hatten wir sie gerade bekommen? Das Range Up. Hoffen wir, dass wir jetzt einen Boss haben. Leider komme ich jetzt nicht an diese Truhe, mangels Bomben. Kann ich alles haben im Leben. Oh, auch das noch. Das ist einer der Horsemen. Der kann jeden Boss ersetzen. Und droppt immer ein ganz besonderes Item. Aber ich bin einer meiner fastesten, weil er diese verdammten Blutfliegen, also Floater heißen die, glaube ich, beschwört. Hier muss ich jetzt auf die Schüsse achten. Das macht er ja gar nichts. Ja, das ist typisch für die Horsemen, die gehen immer so aus dem Bild raus. Und versuchen halt einen zu rammen. So, die Streppen können wir nicht wieder treffen. Jetzt macht er gerade nichts. Bin ich eigentlich weit genug weg von den Fliegen, tun sie nichts. Ich finde mich dann mal auf. Och, der hat ja sich selbst erledigt. Ich könnte mich auch fliegen. Kian. Das ist natürlich einer der Reiter der Apokalypse. Das ist alles ziemlich biblisch angehaucht. Hoppla, jetzt sind wir aber gerade frequent. Er sucht nur noch seinen Kopf. Weil sein Pony erledigt ist. Und jetzt schießen sie alle. Immer schön ausweichen. Immer in Bewegung bleiben. Das ist die Devise bei schießenden Gegnern. Und die schießen viel. Manche laufen auch und schießen. Und später wird es noch heftiger. Wir haben ja gerade mal einen Bruchteil gesehen. Sehr schön. Also hier, da haben wir den Cube of Meat. Er wird später den Super Meat Boy bilden, falls wir noch einen weiteren bekommen. Aber naja, das passiert. Da oben gab es nur noch eine Truhe. Die konnten wir ja nicht bekommen. Hier sind wir fertig. Willkommen in den Caves. Das ist sozusagen der zweite Dungeon. Das sind Charger. Die kann ich ja überhaupt nicht ausstehen. Deswegen. Die können einen so schnell treffen, vor allem in so engen Räumen. Wenn man es richtig macht, kann man ihn ausweichen. Aber wenn man es so macht wie ich eben, weicht man ihn nicht aus. Sobald die in einer Lichtlinie sind, kommen die angerast, um einen zu treffen. Und ja, von denen gibt es eine riesige Version. Das ist nicht gut. Ach, zum Glück, der Cube of Meat hat mich gerettet. Der hilft mir nämlich ein bisschen. So, World erscheint, lässt die Karte erscheinen. Sehr schön. Da oben sehen wir einen Fragezeichenraum. Das ist der Secret Room. Den können wir uns freibomben. Leider habe ich keine Bombe.
Habe ich nicht gesagt, die Horfs können noch widerlicher aussehen. Das sind jetzt Maws, also die stärkere Version von ihnen, die sich bewegt und schießt, wie ich angekündigt habe. Die Spitty heißen sie, glaube ich. Das ist wohl offensichtlich, warum. An die Truhe komme ich nicht, dazu müsste ich fliegen können. Aber ich habe kein Item, das mich fliegen lässt. Oh Gott. Fleischsäcke oder Klotti. Der schlimmste Gegner überhaupt, finde ich, weil seine Schüsse sind in einer Plusform. Das heißt, wir müssen uns immer in seine Schusslinie begeben, um ihn angreifen zu können. Sag mal, die glitschen gerade, oder? Das machen sie sonst nicht. Oh, jetzt habe ich mich treffen lassen. Das war dämlich. Ey, da habe ich keine Bombe. Sonst hätte ich demonstrieren können, dass man, wenn man diese Felsen sprengt, eine Brücke bilden kann. Aber jetzt gab es eh eine Trollbombe. Das sind einfach Nomaden. Aber ein paar Champion-Versionen. Gut, denn Champion-Versionen droppen immer was. Aber da sie blind sind, sind die echt keine große Herausforderung. Die können uns nämlich nicht sehen und tun einfach nur am Raum langsam herumkriechen. Komm schon. Diesem halten sie viel aus. Komm schon. Wollen sie haben von euch ein bisschen eine Bombe. Ich will wieder eine Trollbombe, bitte. Eine Tarotkarte. Der Chevyot, der macht Unverwundbarkeit. Trotzdem, ich brauche immer noch eine Bombe. Ausgerechnet so ein Raum. Übrigens, wenn man in einen Raum entkommen will, dann kann man sich die Tür aufsprengen. Allerdings, wenn man dann nochmal in den Raum geht, sind alle Gegner wieder da und man muss ihn von vorne anfangen. Also eigentlich ist es besser, immer zu kämpfen. Ich habe wieder nichts. Na, wenigstens haben wir in Halo of Lies und jetzt ein paar weitere Beschützer. So, die Kampfarena ist noch zu. Es gibt bestimmte Kriterien, um sie aufgehen, aber ich habe keine Ahnung welche, ob man jeden Raum besuchen muss, ob man jedes Item eingesammelt haben muss. Vorhin ging die Kampfarena auf, nachdem ich ein Seelenherz bekam. Das kann natürlich auch so ein Kriterium sein. Gucken wir uns erstmal den Raum hier unten an. Das sind Motors, doppelte Attack Flies. Jetzt hat mir der Cube of Meat geholfen. Kann diese Fliegen mit ausstehen, wenn sie in so großer Zahl ankommen? Eine andere Tarotkarte. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass diese Karte mich in den Bossraum teleportiert und da will ich noch nicht hin. Ach nee. Hier ist es gerade gnadenlos mit mir. Zu viele Klotties. Immer auf die Schüsse achten. Immer gleich gehen. Also, der Profit ist gerade echt Gold wert bei denen. Blut hier gerade herumfliegt. Nachdem sie geschossen haben, am besten hin, weil dann schießen sie eine Weile nicht mehr. Ach, ne, endlich. Und ich auch. Der letzte noch. Ach, sehr schön, das Herz kommt zu uns. Ich habe immer noch keine weitere Bombe bekommen, das so langsam nicht mehr war. Ah, sehr schön, hier gibt es ein bisschen Geld. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Hier sind jede Menge Spitter. Oder Spitties, die sind jetzt Spitter. Und ein paar Maden. Kein Problem. Bis jetzt bin ich noch nicht besonders aufgewertet worden. Manchmal hat man voll Pech in solchen Wands. Und manchmal hat man richtig Glück, endlich mal eine Bombe. Dann gehen wir wenigstens mal in den Ziegenblumen. Bevor wir uns den Boss vornehmen. Aber es kann auch sein, dass man voll schlecht anfängt und dann plötzlich so viele gute Items bekommt. So, wollen wir mal. Vielleicht sind wir da. Hier. Ein Spielautomat. Naja, besser als nichts. Ich probiere mal ein paar Bomben zu gewinnen. Oder auch. Das geht natürlich auch, aber naja. Jetzt habe ich zwar volles Geld, wie man sieht. Die Arena fällt ja nicht offen. Aber leider weder Bomben noch Schlüssel. Müssen wir wohl auf den nächsten Raum hoffen. Gut. Gehen wir zum Bossraum, dann können wir gleich mal unsere Tarotkarte einsetzen. Auf wie geht's? Ich bin mal gespannt, welcher es wird. Hoffentlich nicht einer der Schweren mit so wenig Gesundheit.
Aha, da haben wir ja Chop. Ja, es ist der große Charger. Oh, vielleicht so in der Champion-Version. Hier sind natürlich Ads. Allerdings kann man sich diese Charts von Chop selbst zunutze machen. Ja, genau, sie frisst nämlich ihre Kinder sozusagen. Ganz schön grausam, unter Kannibalismus. Man könnte auch eine Bombe in den Weg legen hier, aber ich habe keine Bombe. Huch, jetzt werden ja auch Spitters hier gespawnt. Das macht sie sonst nicht. Gesagt. Es gibt halt Bosse auch in Champion-Version. Hi, das habe ich nicht aufgepasst. Oh, das hat wehgetan. So, jetzt können wir mal hier loslegen. Okay, jetzt haben wir einen schönen Schaden gemacht. Oh nein, was tue ich denn? Ah, so gehabt. Bevor der Boss aber vorbei ist, muss ich auch noch alle Ads erledigen. So, was haben wir? Guten Spoon, damit sind wir schneller und sehen verprügelt aus. Ich gehe nochmal zurück und tu mir doch die Tarotkarte. Besser als gar nichts. Weil manchmal ist es besser, in den Busraum zu kommen, weil manchmal sind die Busse einfacher als die Gegner. So, Samus. Bin mir auch gar nicht sicher. Vielleicht hat die Samus einen gar nicht in den Busraum teleportiert, sondern ganz woanders hin. Oh, halt, ich könnte ja mal gucken, ob jetzt der Kampfraum auf ist. So, ein weiter Weg. Egal, wir sind ja ein bisschen schneller. Dass ich nicht an diese Truhe komme. Ich sind wieder. Ja, mir ist offen. Bitte sei keine goldene Truhe. Gehabt. Ah, sehr schön, ein Schlüssel. Und es fängt gleich mal mit denen da an. Okay. Ich spiele jetzt keine Belohnung, weil ich habe mich schon mal treffen lassen. Hey, du hättest doch eigentlich jetzt chargen müssen. Ich war doch in einer Sichtlinie. Wie man sieht, man hat ja auch einen Knockback-Effekt. Man kann Sachen verschieben, wie Kugeln und so. Das da hatten wir noch nicht. Ich glaube, die heißen Globin und sind, wie ihr sieht, Zombies. Ja, man hat doch einen unschönen Effekt. Jetzt, verdammt, ich habe so wenig Attack-Schaden gerade. Ja, die werden dann zu so einer Pfütze, da muss man sie nochmal erledigen. Zurück stehen sie nur mit halbem HP wieder auf. Und es kann aber trotzdem eine Weile dauern, bis sie gelegt hat. Es ist ja immer noch alle da. So, jetzt habe ich endlich mal den ersten hinbekommen. Die anderen kriegen wir jetzt auch hin. Schnell. Weiter. Kommt schon. Ist ja klar, jede Menge Mors. Wie ich sagte, bei denen muss man unbedingt in Bewegung bleiben. Das Schlimme ist nur, wenn sie halt alle in der Ecke anfangen, weil es am besten ein Kreis um sie zu laufen. Wie? Schießt er dann auf mich? Sie sehen auch noch so grausig aus. Hier war jetzt bestimmt keine weitere Belohnung. Oh doch, ich habe noch eine Münze bekommen. So, und ich probiere jetzt einfach mal die Empfos aus. Oh, war doch was anderes gewesen. Getroffen mich in den Busraum. Wäre aber ein Effekt gewesen, um zu kämpfen. Denn da habe ich jetzt mit der anderen Karte verwechselt. Das muss ich mir merken. Aber irgendwas teleportiert einen auch in den Busraum. Vielleicht war das der Emperor gewesen. So, den Schlüssel hebe ich mir auch für die nächste Ebene, den Itemraum natürlich. Ab in die nächste Ebene. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, manchmal sind die Interludes dieselben. Ich habe zwar jede Menge Geschütze, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Angriff oder sowas. Nachdem ich schon meine Tarotkarten verschwinde. Bei den Champions muss man echt aufpassen. Die machen nämlich, wie gesagt, ein ganzes Herz Schaden. Und gerade bei diesen Chargern oder Chubbies, wie ich sie immer nenne, das ist furchtbar ätzend. Ach, jetzt guckt er mich gerade nicht an, das passt. Hey, der eine hat doch eben sein Maul aufgehabt, ich hab's genau gesehen. Ich seh, der war da erledigt.
verdammt, die halten viel zu viel aus. Ich brauche keine Münzen mehr. Ja, sowas brauche ich. Oder Bomben, bitte. Also, so viele Münzen wie ich habe, versuche ich jetzt mal wieder Bomben zu gewinnen. Ich brauche keine Münzen, habe ich gesagt. Man kann die Spielautomaten... Das ist doch nicht wahr. Kann die Spielautomaten auch in die Luft springen? Aber ich dachte, ich habe ja keine Bomben. Na, wenigstens eine Pille. Perfekt. Verdammt, ich habe Schaden genommen. Damit habe ich aber Pech. Kommt auch noch eine Fliege? Da kommen schon wenigstens ein paar Bomben. Das ist doch alles nicht wahr hier. Wie soll der Cube mit seiner Schuldigkeit getan? Wenigstens ein Herz, das ist gut. Ich habe gesagt, ich brauche keine Münzen mehr. Ist mir nicht mal Bomben gegeben. Wird ja auch mal Zeit. Oh, sogar zwei. Die brauche ich eigentlich nicht, aber naja. So wenig Bomben. Das war gefährlich. Und ausweichen. Na, wie möglich kommen lassen und dann zur Seite gehen. Das ist die Devise, mit diesen Chubbies umzugehen. Wer hätte gerade von selbst aufgehört? Sonst jetzt brauchen wir immer ein Band oder halt ein Felsen im Weg. So, die beiden bitte auch noch. Die Zähnchen von denen sind schon scharf. Und eine Trollbombe. Da seht ihr es jetzt, da habe ich den Felsen unter das Loch geschlossen. Oh, eine Arcade. Da könnte ich auch nochmal mein Glück versuchen, ein paar Sachen zu gewinnen. Aber erst müssen wir zum Monster erledigt werden. Da haben wir auch noch einen anderen, nämlich den mit einem zugenähten Mund. Der kann zwar nicht schießen, aber er folgt uns ziemlich schnell und platzt in Projektile. Gleich habe ich euch. Hey, die schießen gerade nicht. Eine Tarotkarte. Der High Priest, der ist okay, die weiß ich, was sie macht. Hier haben wir auch eine Blutbank. Können wir die benutzen? Vielleicht den Hauptgewinn bekommen. Die benutzen, dann spenden wir Blut und bekommen Münzen. Wir können aber auch einen Bloodbag dadurch bekommen. Allerdings lohnt sich das eher, wenn man ein paar Heilherzen hier liegen hat. Wäre ich lieber gewesen, wenn ich nicht gleich den Gewinn bekommen hätte. Oh, hier ist noch eine Blutbank. Das ist ja nett. So. Ich habe ein paar Bomben, das ist gut. Ein Bosewie, jetzt haben wir ein paar Seelenherzen. Der hat glaube ich auch nur irgendeinen anderen Effekt, aber hat mir jetzt nicht welchen. Ich glaube, so bloß doch noch was mit dir. Der mit den Blutbanken. Ich lasse sie erstmal stehen. So, den Spielautomaten nutze ich aber nochmal und hoffe, dass ich eine Münze bekomme. Nicht Münze, Schlüssel meine ich. Ich gehe mal im Shop gucken. Komm. Diesmal gibt es nichts, wie es scheint. Toll, dann gewinnt man endlich mal, dann ist es nur eine Fliege. Na, wenn ich deinen Einsatz zurückbekomme. Na komm, ein Gewinn musst du mir noch geben. Na, wenigstens noch eine weitere Fliege, die mir folgt. Gut, dann gehe ich halt mal so auf die Suche. Das ist ein furchtbarer Raum für die, weil die versuchen einen einzukesseln, wie gesagt. Man muss sie ein bisschen austricksen. Und ich habe es nicht geschafft. Und schon ist das Seelenherz verschwunden. Verdammt, ich geh's halt überhaupt nicht hin. Ich sag, ein furchtbarer Raum für diese Viecher. Sag mal, jetzt müssen wir endlich mal einen erledigen. Los. Muss sie so nah wie möglich kommen lassen. Dann hören sie auch auf einen einzukesseln. Das muss aber erstmal raus haben. Oh, ein Schlüssel. Wenigstens hat sich das gelohnt. Hey, komm schon her. Damit kann ich nämlich mal den Shop suchen. Und es gibt noch mehr Geld. Geld mangelt es nicht in diesem Run.
So, aber ich sehe gerade, dass die halbe Stunde um ist. Dann danke ich euch erstmals fürs Zusehen und wir sehen dann im nächsten Part, wie es weitergeht.